Hey, yo, willkommen zurück zu One Piece Red. Ja, ja, mit, ne? Mein Boss muss derjenige sein, über den alle reden. Wenn ich ihn bloß treffen, mit meinen wahren Gefühlen treffen könnte. Hoffentlich kommen Ruffy und die anderen, sie sollen es sehen. Ich werde versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen. Ja, dann gehen wir mal hinterher. Gib einfach alles, was du hast. Danke, Ruffy, das werde ich tun. Mehr als das, Nukiki. Okay. Ah, ein Standard, ja, ein klassischen hier. Der Rest, der ist ja ein bisschen zu unterlevelt und das macht dann ja auch nicht so viel Sinn. Kinder, das ist einfach so. Da muss man sich auch irgendwann mal dem ganzen Druck fügen und dann macht man das einfach so, wie man sich das denkt. Yes. Das Finale am Rande der Ewigkeit. Was? Finale? Das ging ja fix. バットバットの実モデルヴァンパイア。 これで我は不死のヴァンパイアとなり、今最後の一つを捨てる。
少女に一体何しやがった。若さを吸ったのさ。ヴァンパイアの能力でな。<笑>戻ってきたぞ。若き日の力が老いによって奪われた力が見えるか。老いに敗れていった男たちよ。これが若さを取り戻した本来の我の姿だ。 Jetzt gibt's auf der Fresse. Wahrscheinlich eher für uns. Mal gucken. Vielleicht können wir ja was gegen ihn ausrichten. Ich habe, bevor es losging, habe ich noch eine Runde ein bisschen gelevelt und ich habe unheimlich viele Heiltränke und so weiter gekauft. Also ich mache mir jetzt nicht so viele Sorgen. Es sei denn, er haut jetzt irgendwie seine Supertricks raus und wir können nichts dagegen machen. So was zum Beispiel. Ich sehe jetzt gerade so ein leuchtendes rotes Dings da. Ist er das? Ja, er ist es. Ja, er ist es. Uah. Leute, damit können wir ja gar nicht umgehen. Das geht ja, das geht echt nicht. Vitali und Wladimir. Ich wäre gern so stark wie... Was ist denn jetzt los? Mach mal Licht an hier. Ich verstehe das auch nicht so. Sind wir jetzt hier in einem Horrorfilm oder was? Er ist wieder da. Ja gut, jetzt kann man zumindest wieder sehen und angreifen. Ah, ist unglaublich nervig. Ja, hier muss ich ja schon ein bisschen was mit Movement machen, sonst kriege ich hier richtig schön die Hucke voll. Oh meine Fresse, ey. Hau ihm doch mal aufs Maul. Nicht die ganze Zeit im Stunlock bleiben, Ruffy. Das ist uncool. Wenn er nämlich eine Attacke macht, dann setzt er gleich 15 wieder hinterher. Und dann haben wir ein Problem. Deine Kraft, sie nimmt zu ihr. Du hast gleich verloren, Junge. Genau das meine ich. Mach dann eine Combo von so und so viel. Und bevor ich wieder angreifen kann, gibt's dann nur auf die Fresse. Wundert mich aber, dass das hier schon das Finale sein soll. Ich kann auch nicht auf Kreis drücken, weil er irgendwie nicht ausweicht. Ja, hat er bestimmt Gelübde abgelegt oder sowas. Jetzt wird er erstmal gestempelt. Böhm, nochmal. Nein! Lass doch diesen Unsinn sein. Okay. Die erste Energieleiste haben wir schon mal kaputt. Machen wir uns gerade an die zweite. Ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen... Ach so, jetzt sehe ich ja schon, wie viel das sind. Eigentlich so eine rote kannte ich bisher noch nicht. Oh ne, jetzt war nicht schon wieder das. Unsinn! Wieso weiß der denn sofort, wie der mit der Teufelskraft umzugehen hat? Der liegt gerade mal 2 Minuten. Er weiß es einfach. Na, Sabo hat es ja auch hingekriegt, also von daher sollen wir es mal nicht. Ja, keine Erbsen zählen hier. No. Los geht's, Leute. Zünden wir am besten mal, wenn wir wieder hier weitermachen können. Angreifen ist wahrscheinlich jetzt hier nicht die beste Idee. Beziehungsweise lassen wir mal Zoro und Sanji den ganzen Blödsinn hier mal machen. Hallo. Heiltrank. Ist, glaube ich, besser. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt er wieder. Und jetzt kriegt er so ein bisschen auf die Fresse. Und los geht's. Ist das etwa alles? Jawohl. Na toll. Warum kriege ich den Boost eigentlich erst, wenn ich die Special-Attacke fertig gemacht habe? Das ist sehr eklig jetzt. Und drauf. Oh, man merkt schon den Unterschied. Kann man den irgendwie so im Stunlock lassen? Dann macht er nicht mehr so viel Unsinn. Na gut, wir können dann zeitgleich auch nicht mehr so oft angreifen. Aber Hauptsache, er kriegt so ein bisschen sein Fett weg. Ah, kannst du mir nicht sagen, dass das seine einzige Phase ist. Danach kommt bestimmt noch was. Hallo. Genau sowas meine ich. Er kommt auf einen zu und du kannst nichts machen. Ekelig. War eh. Aber wir haben zumindest unseren Super Boost. Ich warte jetzt mal, bis er wieder steht. Und dann hau ich mal sowas auf die Fresse. Na, siehst du mal, gleich liegt er doch. Ich glaube, dann gibt es aber noch eine ganze Stange an Sidequests, die wir noch nicht haben. Obwohl ich mir auch überlege, ob ich die wirklich machen soll, weil im Endeffekt ist es ja auch immer das Gleiche.
geh nach da und da, mach nochmal alles wie sonst auch immer. Hol mir mal dies und jenes. Das ist auch sowas, das kann man gerne für sich alleine machen und spielen und dann ein bisschen farben, ist lustig. Aber für ein Let's Play glaube ich nicht, dass ich das tun werde. Da reicht mir doch schon die Hauptstory. Nee. Junge, es geht nicht. Warum machst du das denn jetzt nochmal? Ist voll doof jetzt, weißt du selber, ne? Naja, dann machen wir eben Mord im Dunkeln hier. Soll ja auch funktionieren. Oh ja. Jetzt kommt Phase 2. Was sag ich? Ja, ist auch gut jetzt. Was? Ja, einfach nochmal genau das gleiche. In ihrer Gesellschaft gebe ich meine Träume auf. Ja, ja, ja. Warte mal. Nee, ausweichen ist, glaube ich, ein bisschen besser. Lelelelele. Lelele, oh. Ist ja schon ein bisschen unfancy, dass sie ja die ganze Zeit jetzt normal, ne? Also irgendwie ist das nicht cool. Oder muss ich da irgendwas beachten? Darf ich den nicht im Dunkeln umbringen, oder? Ich versuch's mal im Hellen. Doch nicht.前世紀のあいつはあんなものじゃなかった。ましてや今の不死の力を手に入れた我が劣るはずはなかろう。ニューゲートだけではない戦国やガープとで年老いて衰えたから一線を退いたのだ。老いも知らぬ若造に何がわかる。 俺に老いってやつを。おいルフィ、いいだろう、味わうがいい。これが老いだ。力が失われていくのがわかるだろう。体力気力すべてを奪われてなお夢を語れるか麦わら。 Was denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Wahrscheinlich muss ich ihm einfach nur mal so eine verpassen. Aber er drückt mich ja immer wieder weg. Oh ja. Fang! Ja, was? Wieso wie jetzt fang? Oh ja, Quicktime Event. お前みてえに老いを言い訳にして大事なもんを諦めたりはしねえ。大事なもんを簡単に捨てられるお前があのおっさんたちを超えられるわけねえだろ。俺も絶対に仲間は捨てねえ。だからお前が俺に勝てるわけがねえんだ。そんな理屈が通じるか。
理屈なんか知るか。俺はお前みてえに諦めもしねえ。しわくちゃのじいさんになっても体が動かなくなっても俺は死ぬまで夢を諦めねえ。一度自分の夢を捨てたお前が勝手に他人の夢を横取りするなよ。親分の夢を否定するな。親分はいつも言ってた、奴らはあんなもんじゃなかったんだって。実力を出せねえまま死んでいくのが悔しくて、だから親分は大事なもんを簡単に捨てたんじゃねえ。バト、もういい。親分、我は借り物の若さで借り物の夢を追おうとしていた。この男の言う通りだ。戻った。確かに我は諦めていた。勝手に奴らに夢を託した気になって自らの夢を捨てた。奴らの死や引退をきっかけにもう一度夢を追う気になったものの、今度は老いに抗うことを諦めた。大事なものと引き換えに永遠の若さを手に入れるという安易な道を選んだ。ようやく目が覚めたよ、麦わら。海賊よ、借り物の夢と借り物の若さで手に入れられるほど安い称号ではない。故に我はここに誓う。今この時よりこの醜く追いさらばえた姿のままニューゲート、ロジャーを、そして全てを超える。たった一人でも海賊王となってみせる。何が追いさらばえた老人だ、とんでもねえ。たった一人でか。いや、たった一人でじゃねえ。一人と一匹でだ。オイラも誓う。オイラは親分の隣でずっと親分を守り続ける。何度捨てられたって関係ねえ。蹴飛ばされても殴り飛ばされてもどこまででも勝手についていく。オイラもオイラの夢を絶対に諦めねえ。生意気なことを。貴様に預けたのは失敗だったようだな、麦わら。シッシッシッ。いいだろう、パト。一人と一匹の新たな野望の第一歩だ。我らの旗印となってもらおうか、麦わらの一味。貴様らを倒し、今一度我が名をこの世に知らしめん。すげえおっさんだな。でも負けられねえ。海賊王になるのは俺だ。Neue Runde! Ja, oh Gott, diesmal ist er, glaube ich, noch ein bisschen heftiger drauf als vorher. Immerhin hat er seinen Waschbär dabei. Dann schauen wir... Oh Gott! Das war ja mal ein Stempel, das gibt es ja kaum. Was ist denn jetzt los? Nee, also wenn das schon so losgeht, dann werden wir wahrscheinlich... Oh Gott, was kann der denn alles so? Warum kann er auf einmal so gut zaubern hier? Was soll das? Oh, ich bin langsamer geworden. Paralysiert. Um nicht zu sagen, Arm dran. Okay, dann schaue ich mal, dass ich hier ein bisschen Heilung kriege. Wie wär's, wenn wir jetzt mal losgehen, Leute, raushauen?
Und dann können wir hier wahrscheinlich ein bisschen besser batschen. Ja. Was macht er jetzt? Oh Gott. Oh nee. Ich habe für eine Sekunde gedacht, dass die Steuerung umgedreht wäre. Hat sich zumindest so angefühlt. Ja, da wird es. Ich kenne das ja. Das manchmal fühlt sich irgendwas so an und das ist gar nicht so, wie es ist. Wie zum Beispiel, wenn ihr glaubt, ihr seid in eine Hornisse getreten und dabei ist halt nur ein Duplo-Stein. Ja, das ist ungefähr das Gleiche. Jetzt hat er was auf Glocke gekriegt. Und ich bin wieder da. Moin, Tag, moin. Ja, langsam ist der Damage wieder normal, den wir ihm machen. Ja, auch. Ist aber schon ohne Gleichen hier, ne? Also, ich bin die rechte Hand von Kapitän Red. Oh Gott. Der benutzt jetzt alle Techniken von den Leuten, die wir bisher kennenlernen durften. Ist aber süß, dass er da so ein Schirmchen hat. Oh nein, getroffen. Bin jetzt auch noch paralysiert. Ja, und unser super Buff-Effekt ist leider weg. Da ist der echte. Moin. Okay, was ist denn jetzt? Wow! Ja, das hätte ich mir ja irgendwie denken können, ne? Naja, aufs Maul gibt's trotzdem. Ich würde mich mal freuen, wenn wir den anzünden können, ne? Und jetzt? Achso, jetzt macht das wieder dunkel. Mal der Dark Room hier. Na, das ist doch möglich. Leute, ehrlich jetzt. Es ist doch schon gleich vorbei. So leicht geben wir unsere Ziele nicht auf. Ja, dann bleib mal schön dran. Jetzt ist er gerade im Super Stun. Das heißt, jetzt kriegt er richtig schön auf die Kiste. Yeah. So kann es auch immer weiterlaufen. Hauptsache immer schön auf die Fresse. Und jetzt? Oh Gott. Jetzt macht er einen Superfüller-Modus oder was? Oh ja. Ich würde übrigens mich mal freuen, wenn so geklärt werden würde, was Pato denn überhaupt für ein Vieh ist. Ob das ein Waschbär ist, der die Füllerfrucht gegessen hat, oder ein Füller, der die Waschbärenfrucht gegessen hat, gibt's ja alles hier. Ist ja alles möglich. Womit hat er uns jetzt gerade beworfen? Nee, das ist doof. Jetzt gibt's erstmal aufs Kreuz. Okay. Nee, das war falsch. Wo ist der Echte? Der Echte ist da. Nein, nicht schon wieder das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, aber das ist doch irgendwie machbar hier. Guck mal, der hängt doch jetzt schon in eine Seile. Und zack. Wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, dann meint er jetzt nicht nochmal seine Supernummer fahren zu müssen und sich nochmal hoch aufladen. Aber macht er ja nicht. Neue Energie gibt's nicht. さすがにブランクがありすぎたな今の我々にはこれが限界だブランクがあってこれかよ世の中にはたくさんいるんだなとんでもねえクソじじいども今回は俺たちの勝ちだな次は負けねえからな同じタヌキとして俺はタヌキじゃねえ見つかってよかったわねやりたいこと ぬっきっき敵に塩を送ったこと後悔させてやるぞ俺は親分を絶対に海賊王にしてみせるからなそう後悔する日を楽しみにしてるわあ忘れてた私たちから取ったもの悪用しないでよねすげえ剣豪を手に入れたらいつでも襲ってこい俺が許可するいや俺が却下する俺様は呼び出してもいいぜ俺ほど
ほどスーパーな変態はそうはいねえからな。うん、呼ばね。思い出したんですよ、あなたのこと。パトと私か。あなたのルーキー時代の愛称でしたよね、パトリック・レッドフィールド。その子は自分の名を分け与えた子供のようなもの。最初から捨てられるはずがなかったんですよ。我も驚かされたよ、貴様の変わり果てた姿にはな。鼻歌のブロックよ。海賊王になるのは俺だ。次に会った時にはこうはいかんぞ、麦わら。しししあ、あ、待ってるぞ。じゃあ、またな。One Piece Unlimited World Red. Ja, Leute, das war es. Ja. Mal gucken, wie fanden wir das Spiel denn? Ich denke mal nicht, dass ich diese ganzen Sidequests noch machen werde. Ich sag's einfach, ich mach die nicht. Komm Leute, das ist auch doof. Da kann ich ja nicht hingehen und sagen, ja moin, Sidequest 1, geh mal da hin und sammle mal 2 Bienen auf. Und dann, ja, dauert 40 Minuten und dann das jeweils 80 Mal. Nee. Nee. Ich merke aber schon, dass ich einige Sachen hier nicht gefunden habe. Das werde ich für mich selber dann auch nochmal spielen. Warum auch nicht? Kann man noch mal machen, oder? Zum Beispiel fehlt mir ja noch Don Quixote Flamingo. Ich meine, der ist ja... Der steht ja hinten auf der Rückseite vom Spiel. Steht da drauf, dass man gegen den kämpfen kann. Aber das habe ich bisher nicht gesehen. Vielleicht gibt es ja jetzt ein Postgame-Content und dann können wir das ja machen. Vielleicht sollen wir das dann doch mal tun. Ich will es einfach mal offen lassen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar richtig coole Features, die ich noch angehen kann. Und wenn nicht, dann eben nicht... Sehen wir dann ja. Ah, ja. Und sonst geht's euch gut? Ja, mir auf jeden Fall. Ich sitze gerade zu Hause, war gerade grillen. Und mein Grill ist immer noch auf dem Balkon. Kühlt er so langsam aus. So langsam. Ganz langsam. Immer noch langsam. Ich weiß auch nicht, was ich erzählen soll. Nee, weiß ich echt nicht. Wisst ihr denn was? Ja, mal gucken, was steht denn heute in der Zeitung? Da war ich sogar noch so netten und hab meinen Nachbarn noch so ein Steak gegeben. Hab ich mit getroffen, hab ein Steak gefressen, ja, lecker. Ich hab jetzt voll Durst. Ja, auch so Mineralwasser. Aber ich... hab nichts. Ich hab nichts da. Das ist auch immer so doof, weil das muss ich auch immer schleppen. Leute, ich war früher besser im Abspann machen. Ja, das habe ich früher besser hingekriegt. Weiß auch nicht warum. Da habe ich irgendwie Blödsinn geredet. Mich gefreut. Ich habe hier noch so ein bisschen Apfelschorle in meinem Glas. Was ist das denn? Mann, sieht das lustig aus. Hat er gut gemacht. Das ist ja schon eine halbe Stunde, die hier ins Land geht, ne? Und dann diese ganzen japanischen Namen. Die kann ich alle nie lesen. Das heißt, doch, kann ich schon, aber... Wenn das jetzt japanische Buchstaben wären, könnte ich die nie lesen. Nee, könnte ich echt nicht. Könntet ihr das? Wahrscheinlich, einige von euch können das. Muss ja immer irgendjemanden geben, der das kann, sonst würde es ja nicht funktionieren. Es gibt so viele Dinge, die kann ich nicht und das gehört dazu. Wie wär's, wenn wir jetzt eine Runde Armdrücken machen? Wer ist dabei? Wer ist eigentlich auf für Gamescom von euch? Du? Der da gerade vom Bildschirm? Ja, ich auch. Ihr werdet mich wahrscheinlich nicht erkennen, aber ich bin da. Vielleicht sehen wir uns ja. Und wenn dann doch, dann... Boah, dann Magic Moment. Oh, Leute. Man glaubt es kaum. Dann habt ihr einen Matti getroffen und könnt ihr euch im Kalender eintragen. Matti stinkt. Oder irgendwie sowas. Ja, ist hässlich, hat Flöhe und riecht nach Sahne. Sowas. Das. Bäh. Jetzt hier. Was machen wir denn jetzt noch?
Abspann gucken oder was? Oh, ich habe überall Muskelkater. Warum pumpe ich eigentlich in letzter Zeit wieder so viel? Das ist unglaublich. Aber man möchte ja auch seinen... Du musst ja deinen Körper bestrafen, sonst bestraft dein Körper dich. Das ist eine alte Binsenweisheit, aufgestellt von Gold Roger. Damals, der hat gesagt, oh, kennst du das noch? Früher, diese Hand drauf Werbung von Hornbach oder was war das? Oder dann kamen die dann an und haben da so lustige Sachen gemacht. Die haben dann nämlich angefangen, so Fotos von Lego-Figuren zu machen und dann daraus einen Film zu drehen. Hier ist eine Fliege. Hau ab! So Leute, das ist jetzt das erste Mal, dass sie live erlebt, wie der Maddie eine Fliege umbringt. Aber das ist doch Mord! Ah! Sie lebt noch! Ah! Erwischt! Oh, geowned, gebasht, da liegt sie auf dem Boden. Leute, das ist einfach eklig. Diesen Sommer sind wieder so viele Fliegen unterwegs. Was soll das? Hoffentlich ist das hier nicht so lange wie bei Far Cry, dieses Outro. Wo ist denn mein Handy? Kann ja mal ein Foto davon machen. Also vom Bildschirm. Warum habe ich eigentlich kein Bier hier? Ja, so ein schönes. Aber so ein komischer Joghurt, das wäre jetzt auch cool. Ich glaube, das mache ich gleich noch. Ja, Joghurt ist lecker. So, ist er vorbei jetzt, oder was? Nee. Nee.面白い男だったぞ。ニューゲート、貴様が未来を託し、ロジャー、お前のように麦わら帽子が似合うあの男は。 Tudu! You want that cake? I want it! So, bis zum nächsten Mal. Oder mal gucken. Wenn es noch einen nächsten Part gibt, dann ja. Und wenn nein, dann nein. Seht ihr ja. Also sonst tschüss und macht's gut und niemals bei Gelb über die Straße laufen.